Hallo Welt, da sind wir wieder. Und ich fürchte, wir haben etwas übersehen. Ja genau, da ist doch jemand am Bluten. Bevor wir nämlich einen Evolutionssprung machen, darf niemand bluten, glaube ich. Einen Evolutionssprung machen wir noch lange nicht. Generation. Einmal checken, ob es allen gut geht oder ist hier noch jemand am Bluten. Die dürfen doch nicht verbluten in den nächsten 15 Jahren. Ja, du siehst auch nicht gut aus. Scheint ja allen gut zu gehen jetzt, oder? Naja, alle haben sie Durst. Wenn einer trinkt, kriegen das die anderen mit. Oh, wir haben was in der Hand. Das kriegen wir nicht mit. Alle mitkommen. Hier ist Wasser. Da sind noch verdurstet alle. Wir sollten hier umsiedeln, hierhin. Näher am Wasser. Hinten hat aber Durst. Okay. Wenn ihr keinen Durst mehr habt, dann müsst ihr nicht weiter trinken. Wo ist denn Nen? Ich möchte in Nen sein. Wo ist auch gut? Du bist Nen. Und jetzt können wir aber diese befestigen, sonst sind keine da. Ja, und all die Mutationen werden wirksam. So viele. 2, 4, 5.
5, 6, 7 Mutationen und 3 Babys mit Mutationen 7. Also 10. Ja, gut, dann Generation wechseln. Alles okay, ja? Los geht's. Ein Generationswechsel ist unumkehrbar. Alle ungeborenen Babys gehen verloren. Möchtest du jetzt einen Generationswechsel durchführen? Aber ja! Haben es alle geschafft? Ah, genetische Mutation aufgedeckt, Sinne. Und Motorik auch. Noch etwas? Sinne nochmal. Ach was. 3? Wie kommt das denn? Wir hatten 3 Babys. Und wieso haben wir jetzt so viele Mutationen hier immer noch? Das sind die Kreise jetzt, ja? Ja, jetzt das Übliche, oder? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es waren 10 vorher. Ja, eine ist drin jetzt. Ach. Ach, und damit ist wieder mein Ding durcheinander hier. Ja, dachte ich, ich hätte das verstanden, habe ich gar nicht. Jetzt haben wir hoffentlich 3 Kreise, männliche. Du hast die Geschicklichkeit. Na, Pat, die Geschicklichkeit paaren wir gleich mal mit. Wer bist du? Kyo, mit Stoffwechsel. Zum Beispiel. Oh nein. Ab. Pflege sie. Okay, das erste Paar. Alle aufgepasst. Wir paaren uns. Sehr gut. Okay, der nächste. Der nächste bist du hier. Ah, er hat die Intelligenz. Oh, sehr gut.
Oh, du hast gar nichts? Du hast die Motorik. Motorik und Intelligenz. Prima. Lass dich pflegen. Du hast die Geschicklichkeit, Nap. Oh, hat schon mit Kühen. Ach so, du bist das. Hat schon mit Kühen ein Paar gebildet. Einer fehlt. Attackieren, oh gut. Da setzen sich die Schwangeren vielleicht immer außerhalb hin schon. Ja, das kann sein. Na gut, ab. Dann komm her, ab. Noch eine, die dritte Schwangerschaft. Dann können wir gebären. Einmal gebären. Ja, ein neues Baby, zwei neue Babys und drei neue Babys. Und zwar mit spontaner genetischer Mutation. Motorik hat ja geklappt. Oh. Oh, echt? Hm. Ja gut, ich habe mir überlegt, eigentlich wollte ich ja bei dem Partner bleiben, bei Ab, also jetzt hier. Aber jetzt habe ich mir gerade überlegt, besser wäre es doch, wenn wir das mischen, da wir ja nicht so viele sind. Dass wir also jetzt doch den Partner wechseln. Dann haben wir eine genetische Vielfalt, eine größere. Halte ich für sinnvoll. Und wir sind attackieren. Attackieren, Stoffwechsel.
Oh, du kannst gar nichts? Da muss aber noch jemand sein. Attackieren und Motorik. Perfekt, oder? Hat nicht geklappt. Schon. Der Tag ist kurz. Die anderen wollen auch noch. Hier in die Palmenblätter. Sehr schön. Dankeschön. Oh, du hast die Geschicklichkeit. Das ist gut. Ah, du hattest gar nichts, oder? Stoffwechsel. Ja, du hast gar nichts. Okay, Geschicklichkeit und Stoffwechsel passt jetzt auch nicht ganz so gut zusammen, oder? Ist ja auch egal. Hey, Moment mal. Hier stimmt doch was nicht. Warum geht denn das nicht? Da geht's schon los. Wir sind der Vater? Wir sind... Wer sind denn wir? Nap. Nein. Jatt ist der Vater, wir sind Nap. Warum kriegen wir sie denn nicht? Ach, das ist schon unsere Partnerin vielleicht. Haben wir denn überhaupt gewechselt gerade? Ja, ja. Moment, das möchte ich jetzt aber erstmal wissen. Sind wir mit ihr ein Paar? Ja, das ist unser Kind hier. Ach so. Deswegen konnten wir sie nicht mehr überreden. Liebe im Regen ist wie unter der Dusche. Schnell. Ach so, hier regnet es ja gar nicht. Super. Attackieren hatten wir, oder?
ein Kind. Und mit nee, attackieren könnten wir noch mal gebrauchen. Du hast kein Paar? Ja, du hast keinen Partner. Wie kommt das denn? Ah, komm, Intelligenz brauchen wir auf jeden Fall. Passt schon. Und gebären. Da. Zwei. Und... Ah, Kommunikation. Ah, wie schön. Ein Baby mit spontaner genetischer Mutation. Kommunikation, das ist sehr gut. Ja, vielleicht klappt dann irgendetwas besser. Aber das wird ja erst im Erwachsenenalter dann oder beziehungsweise auf die nächste Generation dann angewendet. Trotzdem möchte ich jetzt ganz gerne mal eines wissen. Komisch. Wir haben zwei. Beef hat erhöhte körperliche Fitness. Diese spontane genetische Mutation wird aufgedeckt werden, wenn Beef das Erwachsenenalter erreicht hat. Natürlich. Und hier? D. Besitzt die Fähigkeit, sich besser einer Gefahr stellen zu können. Diese spontane genetische Mutation wird aufgedeckt werden, wenn D das Erwachsenenalter erreicht hat. Und wo ist das jetzt mit der Kommunikation? Das müsste doch das hier sein, eigentlich, dachte ich. Einschüchterung, ja, könnte sein da. Yat und die Mitglieder dieser Erblinie werden die Fähigkeit besitzen, Nährstoffe unterschiedlicher Nahrungsquellen besser zu metabolisieren und so ihre Energie zu maximieren. Das ist gut. Tuv und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich die Position eines weiteren Gegenstandes oder Lebewesens merken können. Das ist auch gut. Nen und Mitglieder dieser Erblinie werden sich die Position eines weiteren Gegenstandes oder Lebewesens merken können. Okay. Bwo und die Mitglieder dieser Erblinie werden über kräftigere Beinmuskeln verfügen, die helfen beim Baden in flachem Wasser das Gewicht zu halten. Auch sehr schön. Two und die Mitglieder dieser Erblinie werden kräftigere Oberkörpermuskeln haben, um beim Schwingen von Ast zu Ast weiter zu springen. Das hatten wir doch schon mal. Ja, da haben wir, das kommt an jetzt. Und Nap und die Mitglieder dieser Erblinie werden eine bessere Hand-Augen-Koordination haben, wenn sie angegriffen werden. Loi und die Mitglieder dieser Erblinie werden mit ihren Waffen stärker zuschlagen können. Das habe ich gesucht. Genau. Auf der nächsten Entwicklungsstufe. Ah, ja, 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 ja. Das hatten wir das nicht.
Touren, die Mitglieder dieser Erblinie werden sich besser von Ast zu Ast schwingen können. Und das? Garv. Garv und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich die Position eines weiteren Gegenstandes oder Lebewesens merken können. Nochmal, das haben wir zweimal. Und Jod? Jod und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken. Ach so, und was war das? Ja, werden sich auch dann nochmal gegen das Lebewesen und so merken können. Alles gut? Alles gut. Ja, dann... Oh, da war aber noch was, was mich interessieren würde. 5 Festigungen nur? Aber wir haben doch 6 Babys, oder nicht? Ich denke, pro Babys kriegen wir eines. Eine Festigung. Ist ein Baby ohne Festigung gekommen? Da bin ich schon wieder raus. Da habe ich auch gedacht, ich wüsste, wie das geht. Aber nein, jetzt ist das wohl doch anders gemeint. Was sehen wir denn hier unten? Ich sehe 2, 4, 5. Ach, schade, wir haben 5 Babys nur. Ja, komm, was hast du denn drauf hier? Intelligenz. Intelligenz ist immer gut. Dann suchen wir noch ein Weibchen. Hat sich gedrückt gerade. Ihr versteckt euch ja auch immer die ganze Zeit hier. Dann werden die Babys ja wohl nicht ausgewachsen sein nachher, nach 15 Monaten. Nee, die sind dann eben 15 Monate älter. Stoffwechsel. Du hast 2 Kinder. Du hast auch 2 Kinder. Oh, du bist ein Kind. Wer fehlt denn da? Ein Weibchen verloren? Sind wir selber ein Weibchen? Hier sind 2. Wo ist denn das dritte? Ach, da! Ja, dann... Du hältst die ganze Evolution auf hier. Genau, du hast jetzt ein Kind. Juckt's? Ich helfe dir. So. Wir bleiben mal direkt hier, weil es näher ist. Oh. Klappt wohl nicht überall. Das Paaren geht nur im Lager. So, Kinder, macht mal Platz. Was ist denn nur los? Haben wir das nicht? Wir haben doch ein Paar gebildet, oder nicht? Hat mit Tour ein Paar gebildet. Warum können wir mit ihr nichts machen? Ist die kaputt? Sind wir kaputt? Wir sind ein männlicher Mann, oder? Wir sind männlicher. Nochmal, du? Du hast 2 Kinder. Du hast auch 2 Kinder. Du bist fruchtbar, aber da fehlt doch was. Ach, die steckt hier vielleicht fest? Nee. Da
Es kann natürlich sein, dass wir irgendwie verwandt sind, dass die beiden Geschwister sind oder so, dass es deswegen nicht geht. Nein, jetzt geht's. Okay. Ja. Evolution. Da ging's los mit der Emanzipation. Okay. So, jetzt geht's rund sofort. Ein intelligentes Kind. Das sieht man gleich. Ja, das sieht man an den Ohren schon. Nochmal 15 Monate später. Ich hoffe, jetzt echt, die anderen sind dann also 30 Monate später. Naja, die sind dann ein bisschen älter als sie. Oder er. Neues Baby und kann das was? Oh, hat nichts mitgebracht. Keine genetische Mutation und was sagt uns die Evolution dazu? Evolution sagt, nichts passiert. Ja dann. Dann wissen wir ja, dass wir in der nächsten Folge mit irgendjemandem hier losziehen. Wir sind jetzt... Wir haben die Motorik. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Da können wir also ein paar Werkzeuge herstellen. Erstmal. Okay, dann schnappen wir uns hier als Motoriker. Schon mal zack. Zack, zwei Babys. Dachte ich mir zumindest. So. Du hast den Stoffwechsel. Der ist auch total wichtig. Wir müssen ja was essen können. Und du hast... Ja, du hast gar nichts. Okay, dann bist du erstmal wichtiger. Two. Also, wir werden mit Two unterwegs sein, glaube ich, demnächst. Vermute ich mal. Schnapp dir das Kind. Gut, dass sie alle damit einverstanden sind. Wir sind ja ein Stamm. Dann schnappt ihr das Kind. Okay. Ja, du bist ein Mann. Und du hast ja jetzt... Ab. Ab hat nichts, hat aber ein Kind geboren, oder? Das, was kann... Beef. Beef kann irgendwas. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir ihr ein Kind geben sollen, aber auf die Kinder muss jemand aufpassen. Irgendein junger Mann könnte drauf aufpassen vielleicht. Sinne? Gar nichts. Sinne nochmal. Und Sinne. Ach,
So viele Sinne haben wir hier. Naja, wir nehmen entweder einen von den jungen Männern. Ja, aber die müssen ja, wenn sie alt sind, dann müssen sie ja irgendwie dran und die Mutationen weiter vererben, schön. Wenn das so läuft überhaupt, ich werd einfach nicht schlau aus dem Ding hier. Na, jetzt haben wir zwei mit Sinne. Ach so, sind wir vielleicht ein Mann? Wo ist denn der Dritte? Ach so, der Dritte kann gar nichts. Na egal. Garf. Garf? Ach, Garf. Garf ist gut, das ist doch unser Heldenkind. Ja klar, Garf. Ganz klar. Das den weiten, weiten Weg ganz alleine zurückgelegt hat. Klar, Garf. Garf muss es schaffen, die anderen müssen es natürlich auch alle schaffen. Wo ist denn das andere Baby? Da müsste noch ein Baby sein irgendwo. Was hat Garf denn? Sinne? Das wird eine starke Erblinie, sage ich euch. Ohne Garf hier würde nämlich gar nichts funktionieren. Aber irgendwo steht jetzt ein Baby rum wahrscheinlich. Ach so, warum stellen wir uns da nicht mal hin? Aufrecht? Geht nicht. Jetzt. Und gucken wir mal. Wo hier so ein kleiner Prott irgendwo noch ist. Ohne Aufsicht. Ich sehe keinen. Doch da, oder? Genau da im Gebüsch, das ist doch ein Kind. Kann noch nicht so weit weg sein. Vorbeigelaufen. Hast dich aber gut versteckt hier, Kleiner. So, Papa Garf macht das schon. Wir kennen uns bestens aus in der Gegend. Naja, viel gesehen haben wir als Baby ja nicht. Ganz genau. Verteilt schon mal an die jungen Männer hier. Die schicken Schlitten. Die spitzen Stöcke, meine ich. Ach, an die Alten auch euch. Egal. Sollen alle mal was davon haben. Ach so, ja, kann auch ruhig die Keule haben. Dann wissen wir, dass Garf die Keule hat. Dann brauchen wir den vielleicht nicht so lange zu suchen. Und er bekommt das Zepter vielleicht auch noch dazu. Aber dann hat er beide Hände voll und wird verhungern. Dann bekommt er nur das Zepter. Und kann das hier wieder weglegen. Dann wissen wir auch, dass das Garf ist. Ah, wen nehmen wir denn jetzt? Vorhin hatten wir jemanden. Intelligenz, glaube ich, wollten wir weitermachen. Stoffwechsel ist gut. Motorik ist gut. Und du kannst gar nichts. Das ist nicht gut.
Wo? Motorik. Das wollten wir machen. Hey, ist der Meteorit irgendwie kleiner geworden? Nein. Sieht noch genauso aus. Ein bisschen Blut ist schon dran. Wird schon rostig so langsam. Hast du den Stock hier hingelegt oder willst du den nicht? Prima. Ja, da geht's schon los mit der Motorik. Ja, und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Ab in die andere Hand also und verändern. Andere Hand und fallen lassen. Das war die Lektion mit den Stöcken erstmal. Dann guckt mal hier. Aloe Vera jetzt. Hat jeder eine? Oh oh, die beiden suchen noch da hinten, oder? Also die verstecken sich wahrscheinlich schon wieder. Und in die andere Hand damit. Und jetzt das hier. Na okay, zwei, drei schaffen es nicht. In die andere Hand. Na, die sind gerade im Stopp-Modus. Und fallen lassen. Ja, immerhin. Was können wir denn noch machen mit euch hier? Eine Kokosnuss, wenn ihr das schaffen würdet. Das ist aber hoch. Waren die schon immer so hoch oder sind die jetzt auch gewachsen? Habt ihr euch alle eine Kokosnuss geholt? Das wäre nämlich prima, wenn ihr das machen könntet. Aber ich glaube, das schaffen die nicht. Machen wir lieber wieder was Einfaches mit Stöcken oder... Ach, die sind nicht mal mitgekommen. Zwei sind mitgekommen. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Kokosnuss haben. Was ich nicht so ganz verstehe, denn ich meine, ganz am Anfang, da waren mal welche. Okay, die haben auch Kokosnüsse gesammelt, wenn wir welche hatten. Ja, das schafft ihr nicht, oder? Nee, keiner hat eine Nuss. Müssten wir denen jetzt in die Hand geben, dann würden sie das schaffen. Ja, sollen wir machen? Nee, das dauert jetzt. Könnten wir. Ja, aber dann müssen wir den anderen erstmal die Sachen aus der Hand nehmen. Das sind drei, vier, ich glaube fünf. Der da hinten hat es auch nicht so ganz geschnallt.
Es war zu kompliziert. Mit Aloe Vera war das zu kompliziert. Ich weiß nicht, warum manche das noch nicht so richtig drauf haben. Aber das könnten wir ja jetzt mal rausfinden. Du, was hast denn du für eine Mutation? Gar keine. Männlich. Und du? Na, du hast den Stoffwechsel. Immerhin. Du hast attackieren. Oh, wir haben Leck gefunden. Du hast die Sinne. Du hast die Geschicklichkeit. Da solltest du sowas doch können. Oh mein Gott, ihr habt das ja alle nicht hinbekommen hier. Du hast die Intelligenz. Scheinbar hast du da ein bisschen geschummelt, oder? Beim Test. Okay, Stoffwechsel. Oh Mann, die haben das ja alle nicht hinbekommen. Okay, du bist der Schlauste hier, oder? Warum hast du das Motorik? Aha. Und du hast das mit Sinne auch hinbekommen. Ja, und wir? Wir haben Motorik. Und vielleicht können wir nur den Motorik-Leuten das beibringen. Hier, nimm du schon mal die Nuss. Vielleicht sollten wir denen beibringen, wie man Muscheln knackt. Ich denke mal, zu dem was beibringen, aber die machen selbstständig nicht sehr viel. Aber sie haben es schon geschafft, sich zu verteidigen. Egal, wir machen mit den Stöcken weiter, das könnt ihr wenigstens. So, nehmt euch einen Stock. Oh, da macht nur noch einer mit jetzt. Achso, der andere hat die Nuss. Ah, das verstehe ich dann. Die anderen sind alle hier in Bereitschaft irgendwie. Die sind alle im Pausemodus. Hat er nicht gemacht hier vorne? Der ist jetzt auch im Pausemodus. Oh nein. Der mit der Kokosnuss ist gut, oder? Na, vielleicht brauchen wir nur ein oder zwei, die wir da unterrichten. Und fallen lassen. Ja, was machen wir mit den anderen? Die werden jetzt ihr Leben lang, wahrscheinlich die nächsten 15, 30 oder wie alt die werden, 15, 20 Jahre werden sie wahrscheinlich dann die Aloe Vera in der Hand halten und sich fragen, was mache ich jetzt damit? Aber das muss doch irgendwie gehen. Naja, das geht so halb. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Die schaffen das nicht. Die sind nicht... Also, ich sag mal, nicht, dass sie es nicht wollen, aber sie schaffen es einfach nicht. Vielleicht können wir das so machen, dass wenn wir jetzt die Expedition beenden, dann bleiben sie einfach stehen. Hat auch nichts gebracht. Ich dachte, so hören die vielleicht auf. Dann, vielleicht, wenn wir jetzt was zu trinken holen. Ich sag euch nicht mehr, wie es weitergeht. Ihr könnt ruhig aufhören zu warten. Ihr bekommt keine Informationen mehr dazu. Lasst es ruhig. Ja, wir sollten unser Camp wirklich hierher verlegen, denn die schnallen das nicht mal, dass hier ein Fluss ist. Das haben sie gar nicht mitbekommen hier. Das ist schade. Es tut mir total leid, dass die so dumm sind. Und du auch. Du hast den Einsatz verpasst, glaube ich, oder? Mit dir könnten wir doch noch was anfangen. Warte mal. Und jetzt verändern.
schafft er einfach nicht. Da müssten wir jetzt in alle reingehen, in euch alle reingehen und euch die Dinger abnehmen. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ja, aber die werden verhungern sonst. Der ist schon ganz am Ende hier. Das haben aber viele diesmal nicht hinbekommen. Also, ich fürchte fast, dass unser Clan, unser Stamm jetzt nicht gerade schlauer geworden ist in der letzten Zeit. Na, du bist okay. Ja, du stehst ja schon mal an einer guten Stelle hier. Ja, du hast es ganz schlau gemacht. Du hast dir gar keinen von der Blume genommen, anstrengend, sondern du hast die gleiche vom Stapel genommen, oder? Ach so, wir geben das immer ab. So, sind denn jetzt alle geheilt von euch? Two. Mit der Motorik, ganz genau. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge hier das Chaos beseitigen, glaube ich. Alles einsammeln mal. Was ist das? Wer hat das? Ach so, das habt ihr von... Ach, das habt ihr von den Geschwisterwasserfällen da noch mitgebracht, oder? Ja, ich glaube, die sind richtig lange her. Ich glaube, das war die... Das war eine andere Oase, an der wir da letztens waren. Habe ich nicht gesagt, wir machen das in der nächsten Folge? Macht's gut. Ach so, ja, richtig. Ich also bedanke mich. Expedition beenden erstmal. Ich bedanke mich also für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.